Für Julia Grabher ging es beim mit 25.000 US-Dollar dotierten ETF Future in Leipzig bis ins Endspiel. Die 22-jährige Grabher war hier an Position 2 gesetzt und spielte sich ohne Satzverlust bis ins Finale, das sie mit 3:6, 2:6 gegen die an 4 notierte Varvara Flink aus Russland verlor. Grabher verpasste somit ihren zweiten Turniersieg des Jahres auf ETF-Ebene, 6 Einzeltitel insgesamt hat sie hier bereits gesammelt. Auf dem Weg ins Finale hatte Grabher ihre Landsfrau Barbara Haas im Semifinale mit 6:2, 6:3 besiegt. Haas war in Leipzig an Nummer 3 gesetzt. Das Semifinale des ITF-Turniers in Karlsruhe, Deutschland, 15.000 US-Dollar erreichte Thomas Statzberger. Er unterlag hier dem topgesetzten Ivan Gakov aus Russland mit 5:7, 3:6. Gakov entschied letztlich auch das Turnier für sich. Werbung, Werbung.